Mensch und Umwelt verschmelzen auf diesen Bildern. Detailgenau werden die Körper in ihre Umgebung integriert. Camouflage Body Painting heißt diese Form der Kunst, bei der eine nahezu perfekte Illusion entsteht. Der Südtiroler Johannes Stötter erschafft die Kunstwerke. Seit 12 Jahren nutzt er menschliche Körper als Malfläche. Ich hatte, bevor ich mit dem Bodypainting angefangen habe, schon Bilder gemalt. Und irgendwie hatte ich ganz plötzlich die Idee, dass ich gern einen Körper bemalen möchte. Und die Erfahrung war für mich so speziell, dass ich sofort entschieden habe, ich möchte es wieder machen. Ich möchte es mit anderen Farben probieren, mit anderen Models, anderen Motiven. Und plötzlich war ich ein Bodypainter. Seit 4 Jahren betreibt der 35-Jährige das Bodypainten professionell. Manche Motive entwirft er zunächst auf Papier. Mit seinen auf Körper gemalten Bildern hat der Künstler zahlreiche Preise gewonnen. Im vergangenen Jahr sogar den Weltmeistertitel im Bodypainten. Der Südtiroler lässt sich überall inspirieren. Von der Natur, von den Menschen, von der Kunst und vom Alltag. Bei den Camouflage-Bodypaintings ist es meistens so, dass ich zuerst den Hintergrund sehe und mir dann überlege, welche Person da hineinpassen könnte. Meistens sind Glatzköpfe am besten geeignet, weil die Haare schwer sind zu verschwinden zu lassen. In der Werbung wird Bodypainting gelegentlich eingesetzt, um amüsante Illusionen zu erzeugen. In diesem Spot einer Fluggesellschaft trägt die Crew keine Kleidung, auch wenn das nicht sofort zu erkennen ist. Auch Johannes Stötter wirkte bereits in einem Werbefilm mit. Für eine Getränkemarke bemalte er Kinder in der Türkei. Heute wird er in seiner Heimat Südtirol malen. In mehr als 2000 Metern Höhe auf der Gewingesalm im Rednauntal wird sein neues Motiv entstehen. Auf einer Wanderung hatte der Künstler die ungewöhnliche Holzmaserung einer Almhütte entdeckt. Sein Freund Angelo Lombardi hat sich als Model zur Verfügung gestellt. Johannes Stötter arbeitet mit wasserlöslichen Ganzkörperfarben. Immer wieder muss er vom Motiv zurücktreten. Nur so sieht er, ob die Perspektive stimmt. Ich habe jetzt die schwierigsten Teile bereits gemacht, also die Striche, die schwarzen und auch die Übergänge vom Holz zum Körper. Und eigentlich muss ich jetzt nur noch den Oberkörper mit den Holzfaserungen ausmalen. Für Model Angelo Lombardi ist es das erste Bodypainting seines Lebens. Das Gefühl ist ein bisschen komisch auf den Körper, aber geht, gefällt mir. 2 Stunden arbeitet der Künstler an dem Camouflage Bodypainting. So, das Werk ist fertig. Ich denke mal, dass es gut gelungen ist. Für das Foto muss das Model trotz kalten Windes noch einmal ganz still sitzen. Das neue Bild ist Teil einer ganzen Serie von Holzmotiven. Johannes Stötter möchte mit diesen Fotos bald einen Kalender herausbringen.